Rewrite is a different way to experience the orchestra. It's a way of feeling like you're on the stage with the musicians. So what it is a kind of video installation where we filmed the orchestra from many different angles, and then we project those different films into different spaces. And as you walk through the building, it's like you're walking across the stage. En route, there are various different things you can do. So you can play the percussion. In the conductor's room, you can balance the sound as you like it. You can try out conducting. And you can even appear on the screen side by side with Esa-Pekka. And then at the very end, you can see everything come together in the helix of this amazing car park. We shot the film with 28 cameras, including some cameras in unusual places, like on a violinist's head looking down the violin. And the editing process was very complicated. And then the real challenge, once you get to a venue like this, is to make everything run in time. But when it comes together, the technology should really disappear. You shouldn't really notice it. It should be sort of in the background. Das Schöne ist, dass jeder etwas davon hat. Das ist für jung wie alt und man hat Spaß dran, als kompletter Neuling, der zum ersten Mal mit einem Orchester in Berührung kommt, ebenso wie als Kenner der Partitur. Und wenn man selber ein Orchesterinstrument spielt, kann man es mitbringen, kann quasi mit einsteigen. Das eine ist, dass man ein Orchester mittendrin erleben kann. Die andere Sache ist die, dass der Gegensatz zwischen klassischer Musik und dem Ort der Ausstellung, nämlich dem Parkhaus der Elbphilharmonie mit der rohen Betonarchitektur, dass das ein besonders tolles Spannungsverhältnis ist. The exhibition is called Rewrite because the Rite of Spring has been heard so many times, you know, over 100 years now in the concert hall and the ballet, of course. And what we're doing here is we're taking it apart and discovering new individual aspects to it and then putting it together. So it's like refreshing people's views of the Rite of Spring. It's very apt that we have BMW supporting this event. And you can actually sit in the cars and listen to the commentary of the music by Esa-Pekka and some of the players. So it's, I think it's blended very, very well here. Zur Ausstellung, die ja Musikvermittlung pur ist, haben wir uns von Elbphilharmonie Kompass verschiedene Begleitprogramme überlegt, um noch mehr in die Musikvermittlung einzutauchen. So gab es zum Beispiel Workshops in Schulen, die wir zusammen mit dem Bundesjugendballett gestaltet haben. Wir wollten euch heute ein paar Schritte beibringen von der Choreografie von Joe Neumeier, eben von Sacre du Printemps, und euch ein bisschen was erzählen auch darüber. Stellt euch mal alle bitte auf in einem Halbkreis. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das Ziel des Workshops und auch der anderen Workshops lag darin, die Schüler an Sacre heranzuführen und so auf die Ausstellung vorzubereiten. Zusätzlich zu dem Tanzworkshop in den Schulen gab es einen Open Dance Workshop, den wir direkt in der Ausstellung haben stattfinden lassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pam, 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 2. Da, 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 da. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sehr schön, bravo! Als Einführung für Familien, die Rewrite besuchen wollten, haben wir an zwei Tagen Familienworkshops stattfinden lassen. Und überlegt mal, ihr macht im Frühling das Fenster auf. Was könnt ihr dann hören? Ja. Und das ist genau das Bild, das Igor Strawinsky, der dieses Stück geschrieben hat, wirklich vor Augen oder in den Ohren hatte. Und wenn wir jetzt mal genau zuhören, wollen wir mal gucken, ob da wirklich Vogelgezwitscher drin vorkommt.
Fürs Mitspielkonzert in der Ausstellung haben wir Mitglieder des NDR Sinfonieorchesters gewinnen können, die an einem Abend hier ein Mitspielkonzert gegeben haben. Das heißt, jeder Instrumentalist oder jeder Musikschüler konnte mit seinem Instrument vorbeikommen und mit den Profis mitspielen. Also es war auf jeden Fall spannend. So dieser Fokus auf die einzelnen Instrumente ist schon eigentlich sehr informativ, muss ich sagen. Es war wunderschön.